Herzlich willkommen zu weiterer Folge auf der Karte von Thüringen. Wir fahren jetzt los und kaufen uns den Aro-Anhänger für Stroh, Drainageballen und Heuballen. Wir werden jetzt eine Fuhre holen, und zwar ein bisschen aufteilen. Mal sehen, wo das hinliegt. Wir werden ein bisschen Stroh, etwas Silage und viel Heu. Etwa anteilmäßig 50%, 25% nehmen. In etwa. Ist nicht so genau. Wenn was fehlt, da kann man was nachkaufen. Wir müssen sowieso entsprechend her mal Heu und Silage machen. Silage machen wir mit dem Mais hier. Ja, die beiden arbeiten noch, wie es aussieht. Alles gut. Die anderen arbeiten auch. Ist auch gut. Für Mais ist es noch ein bisschen zu kalt, denke ich mal. Aber das wird, denke ich mal, morgen soweit sein, dass wir dann am zweiten, am dritten Tag im Prinzip im Frühling schaffen, dass wir Mais auch sehen. Dass wir irgendwann mal richtig Silage machen können. Das den Modulieren des Geländes hat ein Geld gekostet. Aber da ist halt so, ne, dass man muss ja ein bisschen angleichen, das ist ja auch nichts. Oh, Gegenverkehr. Machen wir die Innenseite ein bisschen besser. Finde ich jedenfalls. Die Wälder werden grün und sind grün. So. Wir müssen, wie gesagt, den Anhänger holen und gleich entsprechend alles kaufen. Sobald die Ausatmung durch ist und wir haben die Zeit, holen wir die anderen Fahrzeuge nach. Ist ja nicht mehr viel. Ich habe eher das Problem, dass ich den Weißbrot lassen soll. Zurzeit. So. So, schauen wir mal. Wir wollen jetzt nichts bauen. Paletten, Ballen. Wir brauchen Heuballen. Und zwar wir kaufen jetzt 2x8. Jetzt kaufen wir einmal Stroh. Ob Weizenstroh ist aber egal. Dann kaufen wir einmal Stroh. Dann kaufen wir Silage auch einmal wo steht's da hinten an der Kolonie? Nö, das ist typisch. Dann müssen wir jetzt einfach rückwärts ranfahren. Sollte hier gehen. Genau der eine Anhänger der eine ist im Weg, der eine Überlader hängt. Einer ist fertig. Ja, das ist typisch.
Dann werden wir gleich mal Heu kaufen. Das ist mir zu blöd. 7 Weise. Das können wir nachher kaufen, nochmal bei Heu kaufen. Dann kaufen wir jetzt gleich nochmal Stroh. Reicht nicht der Platz. Alles da an der Ecke. Wir müssen mal gucken, ob aus. Ausschalten, Arbeitsmodus. Paletten haben wir nicht. Logisch. Quaderballen. Rundballen. Dann haben wir zur nächsten Woche halt schon mal Mischbutter Angriff genommen. Weil bis wir die eigene Silage haben und eigenen Stroh, sollten wir da was kaufen. Das dauert noch ein bisschen. 8 Stück. Dann kaufen wir gleich nochmal andere Häuser hinten. So, was haben wir? Stroh, Heu immer noch zu wenig. Ganz woanders. Jetzt keinen Bock dahin zu fahren. Ist noch nicht ganz voll, ich habe noch ein Heu gekauft. Gut, voll. Dann werden wir später mal Heu nachholen, was da noch rumsteht. Ein bisschen größer ausholen hier. So. So, Heu haben wir da, Silage und Stroh, das können wir nicht schon herstellen. Dann können wir uns näher um die Kühe kümmern. Die Kühe würde ich aber direkt am Hof kaufen. Würde ich nicht ranfahren, das wäre ein bisschen zu viel Arbeit, weil das ist ja hier Kilometer-Schuppen hier. Und zweitens müssen wir den Anhänger noch kaufen. Ich würde mal versuchen, immer so zu kaufen.
Aber das machen wir in der nächsten Folge, weil jetzt erstmal mit unserem Verdrücker arbeiten muss. Würde ich eher tendieren dazu, dass wir die Bestellung fertig machen, die Unfälle. Und noch ein paar andere Dinge zum Hochfahren. Hier ein bisschen Nacharbeiten durchführen, sehe ich gerade. Der sollte eigentlich fertig sein. In der Halle kriegen wir Traktoren gut rein, aber die großen Anhänger, das wird nichts. Ich meine, gute Einzelanhänger kann man immer noch gut unterbringen. In der anderen Halle. Wir mal sehen, dass wir jetzt mal sind die jetzt so nicht an, dann werden wir mal sehen, dass wir das ein bisschen daneben fahren. Eigentlich nimmt die auch Ballen an. So. Gut, sieht's aus. Das ist sehr gut aus, die Garage. Morgen hat er sehr viel. Strom hätte ein bisschen mehr, aber gut, das können wir nachher angleichen noch. Dann kriegen wir damit schon da. Jetzt haben wir uns hier festgefahren ein bisschen. Gut, beide fertig. Speichern da keine Absicht von mir. Mal schauen. Der ist fleißig bei. Nacharbeiten. Wow, entlassen und forschen. Kann man den Modus ausschalten hier? So, wenn die Felder bestellt haben, einer ist noch bei. Die 38 können wir erst morgen. Fahrzeuge waschen, wegräumen, beziehungsweise vorbereiten für Feld Nummer 38. Da sieht man ganz gut aus. Wie gesagt, bei Ecken wir noch arbeiten, das ist kein Thema, das muss auch gemacht werden. Aber hier ist so viel nicht nachzuarbeiten, das geht. Ist gleich fertig. Wie gesagt, haben wir richtige Motoranstalt wieder. Das macht ja den Reiz aus bei den Feldern, dass sie entsprechend alle. Nicht quadratisch oder eckig. Dann können wir gleich nebenan das. Da müssen wir so nacharbeiten nachher. Hat da oben nichts zu sehen, das ist okay. Gut.
Zeug zum Hof. Beziehungsweise ja, Hof. Hier muss Kalk rauf, aber Kalk kann erst rauf, wenn es wachsen ist. Die Ecke machen wir hier. Ja, das passt schon so. Dann müssen wir später hier schön. Hier machen wir den anderen fertig. Das ist Feld Nummer 12, sehe ich gerade. Machen wir gleich mal hier weiter. Nacharbeiten, natürlich. Dann schauen wir gleich auf, was die anderen so haben möchten. Die anderen Bauern, ne? Mission fangen wir noch keine an, wenn wir die eigenen Felder fertig machen. Aber das wäre ein guter Zeitpunkt nachher. Weil die ersten drei Felder, vier Felder sind dann fertig, außer die 38. Grasmähen geht auch nicht. Die Mischfabrik arbeitet schon mal. Wir sind noch, haben wir noch gekauft. Den müssten wir auch noch reinbringen, weil das wird ja leider nicht mehr. Vom Regen, und dann wird der Kopf ist schlecht. Denn alles, was nicht eingelagert ist, ist naja, nicht günstig. Ich glaube, Silageballen sind nicht das Problem, die sind da in Folie entwickelt, aber Heuballen bei Regen ist nicht so ideal. Müssen wir noch holen. So, die Ecke noch machen hier. Aber wir müssen noch zumindest aktivieren, ne? Hat er mit Schwung genommen. So. Bin ja gespannt, wenn er die andere Serie läuft. Mit Mist. Das ankommt. Hier ein bisschen mehr arbeiten, das können wir machen wir halt, ne? Man könnte ja auch Silage beim Kaufen und dann vegan bringen, ne? Könnte man, ob das viel bringt, weiß ich nicht. Ich habe noch nie probiert. Ah, ja, das geht. So, ist er fertig. Jetzt haben wir, einer macht ein bisschen Arbeit. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, wo anlassen. Die großen Maschinen ist ein bisschen schwierig, da reinzufahren. Und hier rechts könnte man, ja, da könnte man zwei hinstellen hintereinander. Könnte man. Der erste Kalkschrank ist voll. Es wird dunkel. Kommt wieder Regen auf? Bauen den ersten gleich mal weg. Soll jetzt nicht wegfahren, aber Platz machen für den nächsten.
Ja. Aber nicht mehr heute. So, ich schau, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und den Winkel. Schon ciao. Es waren wieder 7 Folgen mit der neuen Karte. Für eine Woche. Samstag und Sonntag werden nur eine Folge kommen, weil ich das andere vorhab. Ja, dann seid ihr mal Tschüss. Ciao, ciao. Dann sieht man sich dann morgen wieder. Ciao.